Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ihrem Let's Play von Civilization 5. Jetzt auch mit Salami. Salami. Toller Werbespot. Baut ihr mal einen Seehafen in Norumo City? Nimm du mal meine Angebot an. Hab ich doch schon. Bei mir nicht. Wieso bietest du mir das Angebot an, das ich gerade verändert habe? Du Das hast ein ist doch bescheuert. Angebot. Ja, du hast mir eben gesagt, hier mach mal Marmor dazu und dann habe ich einfach verändert, habe Marmor rausgetan. Dann zeigst du mir genau das gleiche nochmal. Mit Marmor oder ohne Marmor? Ohne Marmor. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast drei Marmor. Kannst du mir nicht eins davon abgeben? Hier, bekommst fünf Öl. Ich weiß nicht mal, dass ich Marmor habe. Du hast drei davon. Was soll ich mit Öl? Ich habe 55 Stück davon. Warte, ein letzter Vorschlag, wenn du das nicht willst. Was habe ich da gerade vorgeschlagen? Bei mir kommt nicht mal irgendein Vorschlag an. Okay, dann ist ja gut. Du hast mir nochmal genau das gleiche mit Öl. 5 Stück für Marmor. Der Mensch, der hasst das. Ja. Sobald ich dafür. Du darfst mich übrigens auslachen, wenn ich gleich in den Ölmangel komme. Ich habe jetzt einen Zerstörer. Ich habe fünf. Ja, ich habe den Fallbeutel in Zerstörer verwandelt. Das ist cool, die haben dann immer noch die. Okay, ich habe drei. Die haben dann immer noch diese Friesen. die Prisenfähigkeit. Die Friesen. Jetzt haben wir unsere Friesen wieder. Hey, Kathmandu hat 1111 Verteidigung. Yay. 8881. 8881, okay, das wäre ein bisschen heftig. Maschinengewehr, Maschinengewehr. Habe ich noch Maschinengewehre eigentlich? Wir bauen uns zu Hause ein Maschinengewehr. Kann ich die? Ja, endlich. Fände ich schon ein bisschen komisch, wenn Upgrade. das so sehen würden. Habe ich alles? Das habe ich. Alles auf. All das ist. Nächste Runde. Wir bauen uns zu Hause ein Maschinengewehr. Ich finde die so bescheuert. Oh, ich kann nach nicht City. Weißt du, was ich ein Wie? bisschen komisch finde? Wir bauen Warum uns. gibt es in diesem Spiel keine Interkontinentalraketen? Ich meine, das waren doch gerade die aus dem Kalten Krieg, dass das die Atomraketen waren, die im Prinzip um die halbe Welt fliegen können. Warum können das die Atomraketen in diesem Spiel nicht? Butterbrot. Habe ich gerade erforscht. Perki. Kommen nun gerade mal wieder 1000 Meldungen. Wahlschwindel. Ja, Du bei hast einen mir auch. Wahlschwindel gemacht. Du hast einen Wahlschwindel gemacht. Ich habe aber bald Einer Rettwelle. ist gut. Ich habe auch ganz viel Wahlschwindel gemacht. Ich mache jetzt Penicillin. Oder Computertechnologie. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mache Beides. Penicillin. Nice. Zirkus. Brauchen wir auch noch. Wir müssen ja die Verrückten irgendwo hinstecken. Wir haben 2020. Wir leben in einer Welt, da zählt überall nur Geld. Und da ist eine Waffenkammer. In Honolulu. Was soll eine verbundene Waffe eigentlich sein? Ich bin denen Keine sehr Ahnung. verbunden. Ey, du verbundene Waffe. Jetzt habe ich einen Panzer statt einem Landfahrzeug. Der Panzer sieht irgendwie viel schwächer aus. Oh, ich habe jetzt einen großen Wissenschaftler. Und jetzt habe ich Penicillin. Okay. Ich kann jetzt in 2 Runden Computertechnologie, Raketentechnik, Kernspaltung und Ökologie kriegen. In zwei Runden.
Ja, hier steht, in 2 Runden könnte ich das machen. Achso. Bedeutet das, du brauchst nur 2 Runden, um das zu erforschen, oder du kannst es in 2 Runden Zwei erforschen? Runden, um das zu erforschen. Oh, du hast mehr Wissenschaft als ich. Ja, ich habe gerade einen großen Wissenschaftler geopfert. Das erklärt das. Ja. Der ist gestorben. Da sind die wie bei so einer Hexe um den rumgelaufen, haben den geopfert. Und dadurch ist dann magische Energie entstanden. Ich habe dann plötzlich so viel Technologie bekommen. Ich habe 811 Technologie. Okay, 1376. Ich bin doch noch schneller als du. Da bin ich froh drüber. Nützt dir aber auch nichts mehr, wenn du so viel baust, wenn du so viel schon hast. Ja, es nützt mir nichts mehr. Das ist es ja. Deswegen bin ich hier um einiges voraus. Einiges. Und ich habe das Penicillin entdeckt. Ich alleine. Macht mal einen Luftangriff auf Peking. Was steht mit den Zetian? Kann ich nicht. Hätte ich gerne gemacht. So, ein neuer Bomber. Und eine neue Moai-Statue. Ein neuer Bomber. Der Flugzeugträger bleibt mal so, wie er ist. Dieses Landfahrzeug wird plötzlich zum Panzer. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Was machen die jetzt? Ihr lauft einfach mal zurück und vergeudet euren Zug. Und dieser Weltkriegsbomber wird auch zum Bomber. Und nächste Runde. Okay, dann mache ich auch schnell meine Runde. Ich werde dann nachher von meinem Flugzeugträger ganz viele Bomber losschicken. Okay. Und die Stadt Müllermilch ist bereit für ein neues Bauprojekt. Ihr baut mal eine Bibliothek, obwohl ihr eigentlich einen Schrein bauen solltet. Hat mal was. Handelsposten. In einer Runde habe ich Kernspaltung. In einer Runde habe ich Telekommunikation. Was? Du kannst dann über Telekinese reden? Naja, aber ich kann ja ein Atom-U-Boot bauen. Ja, genau. Und ein CN Tower. Was können die so Tolles? Was jetzt? Ein C- und A-Tower. Könnte ich übrigens auch mal gebrauchen, so ein Teil. Wieso keine Klamotten? Sicher habe ich Klamotten. Ein neues Landfahrzeug ist geboren. Genau, Waffenkammer. Heißt das Landfahrzeug. Wählen. Einheit benötigt. Was? Bibliothek. Bibliothek ist das Ding. Bibliothek ist besser. Wieso? Da kannst du dir Videos ausmalen. Danke. Ah. Ja, alles voll ist mit Bauernhof. Ich glaube, ich schicke mal noch einen Bautrupp, der bei Shanghai beim Wiederaufbau hilft. Shanghai nun? Nun, dann ist der Shanghai wohl weg. Toller Hai, übrigens. Wo ist der Bautrupp gerade? Da. Schon ein Lager? Ja, da ist schon ein Lager. Dann gibt es einfach mal. Nach Hause. Plantage befindet sich außerhalb meines Danke auch. Das Einzige, was mich hier interessiert hätte, ist nicht in meinem Reichweite. Doch, du baust eine Straße. Okay, ich habe jetzt Meine genug Bomber Kohle, um wird mir für jede Stadt eine Fabrik zu bauen. Das gefällt mir schon mal. meine Bomber gehen alle wieder auf meinen Flugzeugträger.
Und dieser Flugzeugträger, der geht nirgendwo hin. Okay, der bewegt sich ein bisschen und dann bleibt er stehen. Und ihr dürft hier unten eine Handelsposten errichten, damit ich auch wieder Geld kriege. Ja, Geld ist gerade nicht so mein Problem. War es aber sonst immer. Ich weiß, ich finde es gerade auch interessant, aber ich mache gerade 500 plus pro Runde. Ja, goldenes Zeitalter und so ein Scheiß. Ich krieg auch bald wieder ein goldenes Zeitalter. Ich habe noch 7 Runden lang eins. Wen hast du dafür getötet? Niemandem. Ein Dinosaurier. Nein. Du kriegst. Niemandem. Ich habe niemanden getötet. Ich habe Ich aber habe so jetzt viel. Kernspaltung. So. Ich habe jetzt Telekommunikation. Ja, die Telekom. Kann die auch endlich schön Diese ganz unsere böse Leute, Internetleitung drosseln. die uns alle töten wollen. Opernhaus von Sydney, das brauche ich natürlich. Globalisierung. Jetzt kann ich eine Atombombe bauen. Und jetzt auch wirklich. Ich kann mir Atomraketen bauen. Ja, aber ich kann eine Atombombe bauen. Ich kann mir Luftschutzbunker bauen. Ich kann eine Bank bauen. Aha. Weißt du, was mir gerade auffällt? Es war das Blödeste, was ich hätte machen können, eine Atombombe auf Shanghai zu. Ich meine, dadurch habe ich die Stadt wirklich buchstäblich in die Steinzeit katapultiert. Wieso hast du da nicht einfach auf Erwin. Dingens geschossen? Keine Ahnung. Auf die Hauptstadt wäre doch viel schlauer gewesen. Ach, wieso? Weil die dann sofort weg wäre. Naja. Wenigstens sind die Atomraketen hier nicht, Atombomben hier nicht logisch, sonst wäre die Stadt weg. Nicht nur die Stadt. Nicht nur die Stadt. Keine Ahnung. Ding, 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 dong. Ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt noch tue mit den ganzen Arbeitern. Ich sag Ihnen gerade, Sie sollen das Fallout entfernen. Bei mir oder bei dir? Bei mir. Also nützt mir doch nichts, du Landfahrzeug. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Wie wäre es, wenn wir Sansibar angreifen? Wäre doch schon mal eine tolle Initiative. Zeig mal her, wo liegt Sansibar? So ein Dort. bisschen. Oder Kohleöl. wenigstens Peking. Ente. Sansibar könnte ich drüber reden. Kann ich auch mal einen Weiß ich. Atomraketentest durchführen? Ey, die hat schon wieder eine neue Stadt gemacht. Die hat Kaifeng oder sowas gemacht. Ich weiß nicht, wo die Stadt ist. Also ich habe mir jetzt gerade eine Atomrakete gekauft, falls wir jetzt Sansibar angreifen wollen. Okay. Die wird meine großzügige Hilfe nicht vergessen. Wollen wir jetzt oder nicht? Was? Gegen Sansibar kämpfen. Willst du Sansibar besiegen? Also, ich brauch's eigentlich nicht. Möchtest du es erobern? Gern. Gut, dann komm rüber. Ich mach für dich, die Verteidigung runter und du kannst sie ihm den Rest geben. Die verlangt ja überhaupt nicht zu viel. So, allen Ernstes, ich gebe dir nur für 25 Runden Pelze und eine Botschaft nehme ich an. Ich habe ihm jetzt übrigens mal den Krieg erklärt. Ernsthaft? Auf Ja. Wiedersehen. Ach, du hast noch Krieg, du hast schon Krieg mit Sansibar. Ja, aber die steht unter der. Nee, steht überhaupt. Nee, ich habe überhaupt keinen Krieg gegen Sansibar.
Aber wenn wir Sansibar angreifen, dann haben wir China wieder gegen uns. Hab sie jetzt schon angegriffen. So. Aber China ist immer noch gegen, nicht gegen uns. Ist ja Fahr mit toll. irgendeiner Einheit rüber. Da könnte ich ja meinen Flugzeugträger rüberschicken. Dachte eigentlich an eine Einheit, die die Stadt dann auch einnehmen kann, aber okay. Ja, erstmal muss ich ja ein Befindet sich bisschen gucken. Sansibar gerade in deinem Sichtfeld? Ja, in der Nähe von Müllermilch. Damit meine ich so viel wie, ist die Stadt gerade bei dir hell? Nee, die ist dunkel. Gut, dann warte ich mit dem Atomwaffentest. Das sollst du mitbekommen. Ich kann auch Atomwaffen hier machen. Aber nur Atombomben, ich habe Atomraketen. Toll, wie die Einheiten hier, die chinesischen Einheiten hier stehen. Wieso kann ich Sansibar nicht angreifen mit meinem Bomber? Keine Ahnung. Weil es dunkel ist, oder wie? Ja, du kannst mit Flugzeugen nur die nur die Städte angreifen, die sich in deinem Sichtfeld befinden. Baut man Kernkraftwerk in Oberschenkel? Vergiss nicht, wir haben nicht sehr viel Uran. Ich habe überhaupt kein Uran mehr. Wollte ich nur gesagt haben, bevor du jetzt dir, ja, bevor du halt das, was du gerade gemacht hast, machst. Was bringt mir das Kernkraftwerk? Sehr viel Produktion. Ja, siehst du. Bin schlau. Aber das Uran ist weg. Ja, toll, dann klaue ich bei jemandem wieder. Wenn es nötig ist, auch bei dir. Bin der Einzige, der Uran hat, also du hast nicht wirklich eine Wahl. Wenn Ich du krieg das wirklich schon. klauen möchtest. Ich krieg das schon. Jetzt fahr mal mit irgendeiner Einheit nach Sansibar, damit du es auch siehst. Ich will endlich die Atomrakete testen. Toll, meine Einheit wird dann auch noch zerstört. Super. Hey, stimmt. Gute Idee, ich kann auch auf dich schießen. Das wäre irgendwie dämlich. Ganz sauber. Okay, genau genommen finde ich gerade den Radius sehr merkwürdig. Okay, ich bin jetzt ein bisschen näher dran an Sansibar, aber immer noch nicht nah Ich kann genug. keinen Atomschlag in der Nähe von China ausführen. Warum zum Henker nicht? Weil du dann gegen China Krieg hättest, aber du kannst keinen Krieg gegen China haben, wenn du immer noch Friedensverhandlungen hast. Ja, aber mal ehrlich, ich kann eine Atomrakete in Rom einschlagen lassen. Ja, eigentlich müsste die ganze Insel damit schon kaputt sein, aber egal. Ja. Ich frage mich gerade, ob es überhaupt so schlau ist, die Atomrakete von dort abzuschießen. Vielleicht sollte ich damit doch irgendwo hin. Also, ja. Weiß gerade nicht, was hat die für einen Radius? Felder. Hier sind 12 Felder da hinten. Dort kannst du nicht treffen. Gut. Habe ich hier nicht Ist noch die einen Stadt da nicht Flugzeugträger? kaputt? Ist die Stadt da nicht kaputt? Meinst du Wenn du dann Sansibar oder meinst du jetzt Sansibar? oder Tschernobyl. Nein. Sansibar, also sie können Städte komplett finden. Ich glaube nicht, dass sie das mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% tun, sonst wäre das arg stark, finde ich. Eigentlich sollte es die ganze Insel hier zerstören. Wenn nicht sogar die ganze Karte. Meinst du wirklich, dieses Spiel wird noch gespielt werden, wenn Atomwaffen logisch wären? Wer braucht überhaupt noch Füchse? Glaube, ich habe gerade eine Stadt, die Pelz möchte. Deswegen ich schon. Ja, ich habe Pelze. Warte, ich guck grad. Chengdu braucht nichts. Braucht nichts. Warum wird mir nur Ach, das Chengdu gehört dir also gefallen? auch noch. Das gehört dir also auch noch. Chengdu? Ja. Die Stadt, die neben Sansibar liegt? Die Stadt, die neben der Stadt liegt, auf die ich gleich eine Atomrakete schmeiße? Ja, ich hätte übrigens gerne eine Stadt, die Zirzei heißt. Hier, bitte. Wir können Kotflügel gegen Chengdu tauschen, wenn du möchtest. Quatschblick. Chengdu ist auch weiterentwickelt. Hier hast du Kotflügel.
wird die Stadt dann nur umbenennen. Nicht in Kotflügel 2. Nein. Du kannst Chengdu doch eh noch nicht tauschen. Doch. Ist doch gerade besetzt. Chengdu ist noch besetzt? Hier steht besetzt. Ich konnte mir davor eine Atomrakete bauen. Ja, du musst aber auch vorher noch ein Gerichtsgebäude bauen, oder nicht? Ach, natürlich. Ach, das ist in 3 Runden fertig. Also, ich warte hier noch gerade. Worauf? Auf dich. Auf wen sonst? Moment kurz, einer benötigt Befehle. Welche denn jetzt schon wieder? Nicht New York, New York. Uran, Uran. Bereitschaft. So, nächste Runde. Wow, Cäsar ist im Atomzeitalter und ich habe ein goldenes Zeitalter. Ich auch. Cäsar ist übelst fortgeschritten, muss ich schon sagen, ne? Ja klar. Bin ich jetzt genug dran für Sansibar? Nein, natürlich bin ich's nicht. Ich kann Sansibar von hier aus nicht angreifen, natürlich. Da freue ich mich die ganze Zeit auf den, auf die Atomrakete und dann ist der einfach nicht nah genug dran. Wieso wirfst du die nicht einfach fertig? Ja, ich will, dass du siehst. Ich brauch die nicht zu sehen. Ich kann sie selber nachher irgendwann bauen. Ich glaube nicht, dass ich so weit kommen lassen werde. Ja, New York braucht Pelze und Philadelphia braucht Trüffel. Du glaubst nicht, dass du es so weit kommen lassen wirst? Nee, glaube ich nicht. Oh, da unten ist Aluminium. Bis dahin habe ich die schon 5-mal. Ich kann gerade schon wieder keine Produktion wählen, weil du irgendwie irgendwas wieder machst. Du Zirkus Maximus. Okay, dann mache ich es jetzt mal. 3, 2, 1. Ne, warte, ich speichere vorher nochmal. Nee, du machst das jetzt auf mich. Stimmt, ich habe gerade gespeichert. Ich könnte es jetzt auf dich machen, aber nein. Sansibar. Sansibar. Ich sehe es. Ich sehe es. Alter, sah das bescheuert aus. Sah das bescheuert aus. Und mein Flugzeug ist gerade weggeflogen. So. Ich sehe gerade nicht, ob die Stadt ein Verteidiger... Unsere ganzen Abmachungen wurden gerade zerstört. Weißt du schon, ne? Ja. Ich befinde mich jetzt übrigens auch im Krieg mit dir. Aber wir machen keinen Krieg. Nee. Diplomatie. Das war wahrscheinlich, weil ich so nah dran war. Wir werden einfach 10 Runden abwarten, dann machen wir wieder Dingens. Ich hab dir gerade einen Krieg, ich hab dir gerade einen Friedensvertrag vorgeschlagen. Was? Du hast bestimmt einfach was von der Atomexplosion abbekommen. So. Ja, ich war genau daneben. Und du hast mir den Krieg erklärt. Und dann habe ich wieder Frieden geschlossen. Warum kam bei mir keine Warnmeldung, dass ich Krieg mit dir dann haben werde? Links, die ganzen Stadtstaaten, die mit dir verbündet sind, haben mir den Krieg erklärt. Immer noch? Ja. Kannst du denen nicht einfach schnell sagen, dass sie Frieden mit dir haben sollen? Ja, aber das dauert ziemlich lange, muss ich sagen. Normalerweise hat man da doch automatisch Frieden. Weißt du, Sansibar steht einfach noch zur Hälfte. Jetzt fühle ich mich aber verarscht. Es war eine Level 4 Stadt. Und ja, mein ganzer Flugzeugträger mit den ganzen Bombern ist explodiert. Was soll ich denn sagen? Das sah gerade irgendwie voll aus, als wäre da so ein riesiges Viech explodiert. Das sah schon cool aus, fand ich. Wie das Flugzeug weggeflogen ist. Jetzt bin ich mit Hanoi befreundet, wieso auch immer, plötzlich. Wenn ich Frieden mit denen schließe. Ach.
Oh, ich hätte gern We Werkstatt. Soll ich eigentlich noch irgendeine Einheit dahin schicken, die dir vielleicht helfen könnte, die Stadt zu erobern? Kannst mir ja was schenken. Weiß gar nicht, kann ich Waffen So, verschenken? der Bautrupp macht hier jetzt Ferien im Wasser. Das kannst du bestimmt nicht sehen, weil das in meinem Land ist. Ferien im Wasser, in meinem Land. Mein Land. Ich krieg einfach schnell meine 17s in den Flugzeugträger, dann kann ich dich mit denen unterstützen. B17. 17s. Das ist der Düsenjäger. Ein B17. Habe ich hier nicht noch? Da oben ist noch einer. Das ist der Büsenjäger. Dort unten rein. Irgendwie stelle ich mir gerade ein cooles Lied vor. Ich weiß nicht mehr wie. So, nächste Irgendwie habe ich Runde. jetzt gerade voll den geilen Beat im Kopf. Das ist Bei Büsenjäger. Civ 4, da konnte man später noch ICBMs bauen. Die waren auch cool. Die hatten so die Stärke von einer Atomrakete, aber nur ein Explosionsradius von einem Feld. Bedeutet, damit konnte man dann gezielt Schaden anrichten, ohne halt, dass ich dann versehentlich deinen Flugzeugträger sprenge. Das muss ich mir in Aufnahme ansehen. Bei mir oder bei dir? Ist mir sowas von scheißegal, ich schaue es mir bei beiden an. Bei mir sieht man sehr wenig davon. Bei mir sieht man einfach nur, plötzlich ist der Flugzeugträger weg und da fliegt ein Flugzeug weg. Naja. Bei mir sieht man eigentlich nur, wie Sansibar explodiert. Ich habe deinen Flugzeugträger gar nicht gesehen. Ich dachte, der steht ja noch mitten auf dem Meer. Der steht in der Bucht. Oder der stand da. Du hattest ihn direkt neben die Stadt gestellt, oder? Ja, ich wollte es mir doch angucken. Angeguckt hast du es dir. Das ist der Flugzeugträger. Oder wie war das? Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ui. Könnte ich mir übrigens als cooles Lied vorstellen. Hui. Jetzt noch, ups, der greift noch an. Könnten wir vielleicht mal machen. Hört sich zwar vielleicht nicht so gut an, wenn ich das aus meinem Mund mache, aber egal. Nicht so Super Mario Musik. Ja, aber jetzt habe ich nur auch von Super Mario Musik gut gemacht. Du hast doch nie Super Mario World gespielt. Naja, aber die Musik kenne ich auch. Ich hab's Let's Played. Echt? Ja, habe ich dir aber auch schon mal erzählt. Burg in Noromo City. Schau dir mal an, wie kackendreistig. Ich War spreng einfach mal deine Zitadelle. welche Zitadelle? Die du da hingebaut hast. Ich habe eine Zitadelle gebaut. Vor Ewigkeiten. Die, mit der du dann mein Gebiet verkleinert hattest. Mit dem General, den ich dir geschenkt hatte. Weißt du was? Was? Ich spreng dann mal deine Zivilisation. Warte, ich kann mir noch eine Atomrakete bauen. Dauert Kann mir nur auch eine bald eine. Runde. Ich kann mir auch bald eine bauen. Dauert nur ein bisschen. Ein bisschen. Gute Zeitangabe. Ist bestimmt nicht lange. So. Der fliegt jetzt mal von Müllermilch nach Kotflügel. Und auf Sansibar drauf. Auf Sansibar kann ich gerade nichts schicken. Das ist der Flugzeugträger. Wir haben gerade 30 Minuten. Folge vielleicht mal beenden. Ja.